Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am Dienstag, den 27. September. Wie immer haben wir für euch drei Streaming-Tipps mitgebracht. In unserem ersten Tipp geht es um Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. In Sachen Gleichberechtigung hat sich in den letzten Jahrzehnten schon ziemlich viel getan. Wahlrecht, das Recht auf finanzielle und körperliche Selbstbestimmung, all diese Sachen, die eigentlich als selbstverständlich gelten sollten, wurden von Frauen hart erkämpft. Trotzdem sind wir noch lange nicht am Ziel. Noch immer gibt es kaum Frauen in Führungspositionen und, obwohl sie beim Thema Bildung etwas besser abschneiden als Männer, werden Frauen immer noch schlechter bezahlt. Die Doku Laut, stark, gleichberechtigt wirft einen Blick darauf, wo wir in Deutschland mit der Gleichberechtigung stehen und was es noch zu tun gibt. Damals ist vor allem in Westdeutschland ziemlich klar, wie eine gute Frau zu sein hat. Stets adrett hergerichtet, eine tolle Hausfrau, fürsorgliche Mutter und liebevolle Ehefrau. Aber mal ganz ehrlich, wie weit haben wir uns heute wirklich von diesen Ansprüchen entfernt? Präsentiert wird die Doku von Colleen Ullmann-Fernandes. Sie spricht mit Frauen wie Rita Süssmuth, die sich an vorderster Front für mehr Frauenrechte eingesetzt haben. Außerdem wird mit einem Experiment in einer Kita-Gruppe gezeigt, wie sehr schon die Kleinen Geschlechterrollen verinnerlicht haben. Die Doku-Reihe Laut, stark, gleichberechtigt könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen. Wo wir schon bei Kindern sind, unser nächster Tipp ist ein Film und heißt The Kid Detective. Der Kinderdetektiv Abe Applebaum wird von Adam Brody gespielt, doch Abe ist gar kein Kinderdetektiv mehr. Mittlerweile ist er 31 Jahre alt, aber er hat eben schon als Kinderdetektiv seine ersten Fälle gelöst. Das Problem ist nur, dass er in seiner Karriere jetzt irgendwie nicht so richtig weiterkommt. Noch immer verfolgt er belanglose Fälle, die er auch schon als Kind hätte lösen können. Mit der Zeit versinkt er immer tiefer in Selbstmitleid. Doch dann kommt eine 16-jährige Klientin, die endlich einen spannenden Fall für ihn hat. So what can I help you with? Somebody murdered my boyfriend. Seriously? Pretty seriously. He was stabbed 17 times. Is it possible he was involved in drugs? No, he would never do drugs. Gambling? No, he would never gamble. Demon worship? No, he would never worship a demon. Here comes the kid detective. Someone's following us. This isn't safe. Try to see how my head works. Somebody's testing me. Der Fall bringt Abe auch persönlich weiter, denn seit er 12 ist, beschäftigt ihn das Verschwinden seiner Sandkastenfreundin. Durch diesen Fall kommt er jetzt auf eine neue Spur. Ihr könnt The Kid Detective jetzt bei Netflix gucken. Bei The Kid Detective könnte man ja meinen, es geht um einen Kinderdetektiv. Dabei ist Abe ja eigentlich schon erwachsen. In dem Spielfilm Zweiteiler Das Weiße Haus am Rhein, da geht es aber tatsächlich um ein weißes Haus am Rhein. Genauer gesagt um das Rheinhotel Dresden und die Hoteliersdynastie, die hinter dem geschichtsträchtigen Ort steht. Adenauer hat hier verhandelt, Eisenhower und Hitler haben dort residiert. Die Geschichte von Das Weiße Haus am Rhein beginnt allerdings schon, bevor einer dieser Männer das Hotel persönlich gesehen hat. Der Hotelerbe Emil Dresen kommt gerade als Soldat aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Er leidet noch immer an den Traumata aus den Schützengräben. Sein nationalistischer Vater Fritz will sich gegen die französischen Besatzer in seinem Hotel auflehnen. Emil dagegen hat genug von Krieg und Konflikten und will sich lieber mit den Franzosen arrangieren und aussöhnen. Mit den Franzosen kann man nicht befreundet sein. Sie wollen unseren Untergang sonst gar nichts. Sag's, ich bin ein Feigling, Verräter. Los, sag es! Als ersten Schritt habe ich Charlie Chaplin eingeladen. Diesen Clown. Lass uns daraus das aufregendste Hotel der Welt machen. Suite 150. Ich bin Ihnen zu allergrößten Dank verpflichtet. Einen schönen Aufenthalt, Herr Hitler. Es geht nicht nur um das Leben im Hotel, sondern auch um das Leben in den 20er Jahren jenseits von Berlin und um die Konflikte in der Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Beginn des Zweiten. Den Zweiteiler Das Weiße Haus am Rhein könnt ihr jetzt online first in der ARD-Mediathek streamen.
Damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Morgen hört ihr uns aber natürlich wieder mit neuen Tipps. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann folgt gerne Was läuft heute in eurer Podcast-App. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ihr findet uns zum Beispiel bei Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Die Tipps heute hat Jonas Nikolik rausgesucht und Benjamin Zedani hat die Folge produziert. Mein Name ist Anja Bolle. Ich sage Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programme und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.